falschen Safe States überladen. Und Entschuldigung, hallo und herzlich willkommen nochmal zurück zu Let's Play Digimon World. Der ist heute mit einer längeren Aufnahmesession immer noch mit Dragonstar aka Alien 361 und Camtasia hat sich aufgehangen. Episch. Aber nicht das Aufnahmeprogramm, sondern nur das Bearbeitungsprogramm. Also cool. Alles okay. Hoffe ich mal. Ja, es nimmt noch weiter auf, also ne? Toll. Ja, wir sind mitten im Kampf stehen geblieben und wir versuchen wieder einmal zu fliehen, weil ich keine Lust habe zu kämpfen. Bestimmt stehe ich gleich vom Endboss und der macht mich dann so eine links, eine rechts, dann bin ich tot. Auf jeden Fall habe ich keine Lust, gegen diese beiden zu kämpfen. Wenn ich so ein einsames und verlassenes Erdramon finde, überlege ich es mir nochmal. Aber nur ein kleiner armer... Oh, ich glaube, da kommt jetzt die Gegend, die ich meine. Ich speichere vorher nochmal. Auf 10. Ich meine, da kommt nämlich jetzt die Gegend, das, wo ich dir gesagt habe, dass sich das Spiel sofort aufhängt. Ja, soweit das ist genau hier. Ich zeig dir das mal eben. Ich habe hier unten gespeichert, ne? Ich zeig dir das eben mal, was passiert. Vor allem an alle Leute, die das auch mal spielen wollen. Ich bin sogar von einem mal angeschrieben worden, was da los ist. Gut, dass man es speichern kann. Warum seid ihr alle so schnell? Boah, wie bin ich nicht einfach... schnell. Vielleicht ist es auch ein Levelunterschied, was weiß ich. Wird ja nicht immer Level 12. Nee, das ist jetzt nur Jonas langsam. Werb geringer. Egal. Tschüssi. Unbesiegt, weil er fliegt, oder wie? Ich bin hier weg. Ich bin ein Star. Holt mich hier raus. Holt mich hier raus. Keine Ahnung, nach dem zweiten Fliehen funktioniert das irgendwie immer. Und jetzt funktioniert es beim nächsten Mal nicht. So, ich speichere jetzt hier nochmal. Jetzt muss ich aber hoffen, dass ich schnell genug bin. Du hast doch schon mal. Es geht jetzt nur darum, dann kann ich direkt hier oben mehr anfangen. Ey, oh, what? Es hat funktioniert. Cool. Letztes Mal hat sich das Ding komplett aufgehangen dann. So. Du musst jetzt nur noch vor Kalumon, bevor Kalumon Bericht macht aus dem Gebiet raus, oder? Ab da müsste das eigentlich schon wieder gehen. Das war... Keine Ahnung, warum das jetzt nicht mehr ist. So eine ganz komische Variable, die fragt bestimmt ab, wie viel Uhr haben wir's? Und wie oft hat Kalumon schon Bericht erstattet? Und wenn, dann hängt sich das Spiel auf. Ich glaube nicht, aber... What the fuck? Speed up, oder wie? Nee, Geist auf. Ey, werd schlauer. Ey, erinnert mich ein bisschen an das Yu-Gi-Oh!-Spiel für den Gamecube. Yu-Gi-Oh! Das war ohne Karten. Das fand ich cool. Das war komplett ohne Karten. Yu-Gi-Oh! Ohne Karten? Sowas gibt's? Ja, da sind die in irgendein Spiel reingekommen. Und, da hatten die dann eine Armee aus Monstern, die eben bekannt als die Karten waren aus dem Original. Und die, mit denen kannst du dann durch die Gegend ziehen und kämpfen. Du hast irgendwie in der Regel immer drei Leute dabei, wie auch in... Okay, ich glaube, da hatten wir auch nur drei, ne? In Digimon World DS. Und da kam auch vier. Ich weiß nicht, ich habe nur drei. Hallo, Pandamon. Entschuldigung. Ich bin Deutsche. Sind Sie Pandamon oder bist du Pandamon? Kannst du das lesen? Kannst du versuchen, den zu übersetzen? Ja, das bin ich. Wieso willst du mich sehen? Nun, eigentlich, ich brauche etwas, um die Chrome Mine zu kommen. Und, ich würde mir das gerne leihen. Vielleicht könntest du mir, vielleicht könnte ich mir von dir das Miracle DE Patch leihen. Ist es das? Ja, es ist verloren gegangen, Kind. Ich war zu schlampig. Heißt das schlampig? Basi ist, glaube ich, beschäftigt. Ich war zu beschäftigt, um darauf aufzupassen. Ist das so richtig? Keine Ahnung. Extrem die dummen Questions, schon. Keine Ahnung, wenn irgendwas beschäftigt, irgendwelche komischen Fragen zu bestimmen, keine Ahnung. Ich glaube, das kannst du aber übersetzen, das ist einfacher als Englisch. Tut mir leid, du musst etwas später kommen.
Och, komm schon. Ich bin in Eile. So pretty please. Dafür kenne ich niemals eine Übersetzung. Das gibt's für uns wohl nicht. Ich würde es folgendermaßen übersetzen. Bitte! Mit Zucker oben drauf. Genau. Was für ein Pest? Ja, was für eine Pest? Es gibt auch keine richtige Übersetzung mehr für uns. Dann, wenn du kannst, was? Nur wenn du meine Fragen beantworten kannst, dann gebe ich dir. Für erste Frage. Für zu sehen, wie qualifiziert du bist. Mann, was für ein Deutsch. Das letzte Wort ist nur wichtig. Ja, für die Fragen musst für die Frage und dann das Kampf mit mir. Bist du bereit? Oh Gott, das ist ja einfach. Was für eine Farbe hat Agumons Armband? Lila! Gott. Wow. Das ist absolut richtig. Agumons Armband ist rot. Gratulation, Captain Obvious. Da, 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 da. Und nun musst du die richtige... Yes, can now answer the real questions. Ah, du kannst die Antwort richtig fragen. Was? Jetzt kommt die richtige Frage. Das klingt so wie, es könnte ja immer dranhängen. Das war aber noch nicht die richtige Frage. Jetzt kommt die richtige Frage. Hier ist sie. Pass ja gut auf. Out of Agumon. Von Agumon, Patamon und Gatumon. Welches Digimon belong in the group? Was? Moment, wir haben Agumon, Patamon und Gatumon. Ich glaube, welches Digimon passt nicht in die Gruppe? Ich meine, Gatumon nicht Beast? Gatumon ist Champion. Aber stimmt. Agumon, Patamon stimmt. Die ist Champion, ja. Ja, Agumon und Patamon sind Rookies, but... Aber... Gatumon ist Champion. Ja, das ist richtig. Yay, cool. Warum bedankt er sich eigentlich? Danke dir. Blendetti. Danke dir. Ich think the answer is that really... To that really, was? Difficult question. Er hat die Antwort auf diese Frage gesucht. Nö. Echt jetzt? Ja. Das ist doch etwas leicht. Ja. Hey, aber du kannst dir das Ding nehmen. Ich leihe dir die Miracle.de, oder? Patch. Wuhu, danke. Ja. Ich bin immer hier, so. Du kannst mich besuchen, wenn immer du willst. Und ich habe sicher dann noch eine andere Frage für dich. Und ich hoffe, dass du mir bei den Antworten hilfst. Okay, sicherlich. Ich komme nie wieder. Ein Sphinx-Verschnitt. Ich habe den Miracle.de Patch erhalten. Schon wieder ein Farm-Record. Nein, heute nicht. Immer wenn du da reinkommst heute, dann kommst du ein Farm-Report irgendwie. Nun habe ich den Miracle.de. Nun sollte ich in der Lage sein, die Chrome Mine zu betreten. Pünktchen. Hä? Das ist komisch. Das Tor zum Chrome Mine will nicht öffnen. Das siebte Chatfront lässt sich nicht aktivieren! Stargate. Amen!
Hey, lass mich mal gucken. Ich bin ein Teriamon. Mumantai. Du meinst das Miracle DE? Sicher. Ah, ich hab gewusst, dass das falsch ist. Es ist ein Fake. Ein Fake-Mon. Oh mein Gott. Was? Nein, das kann nicht sein. Schau doch, was eingraviert ist. Es sagt nicht Digi Egg of Miracles. Ja, ne? Mhm. Wir sind in der zweiten Staffel gelandet. Dort ist Digi F. EFF of Miracles. Digi F. Nein! Nein, das kann nicht sein! Ich hab's doch direkt vom Pandamon bekommen. Wirklich? Hallo, Bloop, hang on, nur los, frag Pandamon. Oh, Pandamon! Das Ding hat ein Handy, ne? Oh, oh Gott. Pandamon! Hallo, ich bin Teriamon. Das Miracle der I, das du für den letzten Täter gegeben hast, sieht aus wie eine Fälschung. Weißt du was darüber? Aha, verstehe. Aha, okay. Ich geb dir eben den Thema. Bitte sehr. Handy für dich. Okay, Pandamon übernehme ich wieder. Mhm. Ich wusste nicht, dass das Band Need to Band You a Fake. Ich bin mir sicher, ich habe da kein Fake gegeben. Ich think Swapped when I read. Was? Oh, das last ich kann time. Nicht so gut Englisch. Das war jetzt, er ist sich sicher, dass es noch das Richtige war, als er es das letzte Mal verliehen hatte. Mhm. Dernset Platinum Sukamon. Verflucht seist du, Sukamon. Bedeutet das, Platinum Sukamon hat nun das echte Ding. Muss es sein. Wo wird's wohl dann noch sein, ne? Nun, dann werde ich losgehen und es holen. Es tut mir leid wegen dem. Er ist im Dwayne-Tunnel. Da. Nom. Okay, danke für die Adresse. Okay, ich danke. www.dwayne-tunnel. Ich kümmere mich eh darum. Warte kurz. Ich kümmere mich eh darum. Lass das bitte da stehen. Ja, Entschuldigung für die kleine Unterbrechung. Ja. Ich habe die Adresse zum Dwayne-Tunnel bekommen. Ole, das war jetzt eine lange Unterbrechung. Ja, ich würde sagen, das reicht für heute, ne? Drei Parts. Ich sag tschüss, bis zum nächsten Mal. Und ich sag auch ciao. Bis vielleicht irgendwann. Sehen wir uns bei Perfect World. Genau, tschüss.